Ein weiteres wunderschönes Sockenmuster möchte ich euch heute zeigen. Und zwar nenne ich das Muster auch Felsenröschen, denn dieses Garn, das heißt so, das bekommt ihr, das ist handgefärbt und das bekommt ihr bei Mirjam im Etsy-Shop, der sich Wolleprofi nennt. Und sie hat das Garn handgefärbt und hat es Felsenröschen genannt. Und ich habe gedacht, da werde ich doch ein Muster für nehmen, was diesen wunderschönen Namen auch Ehre gebührt. Und deswegen haben wir hier diese kleinen Blümchen, Felsenröschen in diesen Socken eingebaut. Das ist ein Vierfach-Sockengarn, 420 Meter auf 100 Gramm, 75% Schurwolle, 25% Polyamid. Und du bekommst es in ihrem Shop. Den verlinke ich dir auf jeden Fall unter dem Video. Also, bei unifarbenem Garn wird es natürlich etwas besser zur Geltung kommen. Aber schau mal, wenn du deinen Fuß in den Socken steckst, also Hautfarbe drunter hast, dann kann man schon erkennen, dass hier die kleinen Blümchen aufsteigen und eben von einem schönen Lochmuster eingerahmt sind und die Farbe ist auch wirklich schön. Da kommt das dann schön zur Geltung und ich habe jetzt schon ein paar Rapporte gestrickt und jetzt werde ich mit euch den nächsten stricken und dann fange ich mit der Ferse an. Also das Muster geht über 16 Reihen, wobei die Hälfte nur rechte Maschen sind, also das sind Zwischenrunden mit nur rechten Maschen. Das heißt 8 Runden Muster sozusagen. Es ist besser, wenn du dir einen Rundenzähler an die Seite holst und dann kann das auch schon losgehen. Maschenmarkierer wären gut, weil ich habe das Muster eingefasst. Das Muster läuft bei mir nur über den Fußrücken und nachher weiter über den Fuß hinfort. Also auf der Rückseite ist das Muster eben nicht. Ich mustere das nur auf dem Fußrücken. Das Muster selber geht über 17 Maschen und die habe ich halt hier mit 2 Maschenmarkierern eingerahmt, damit ich immer weiß, wo das Muster anfängt. Weil ich jetzt hier mit 60 Maschen pro Socken stricke, habe ich das halbiert, also 30 Maschen für das Vorderteil und eben 30 Maschen nachher für Ferse und das Rückenteil. Und um das mittig zu platzieren, dieses Muster, was aus 17 Maschen besteht, ging das halt nicht so richtig auf bei 30 Maschen. Das heißt, ich habe hier vorne 6 Maschen rechts, habe dann einen Markierer gesetzt. Das Muster hat 17 Maschen und hier hinten ist es eine Masche mehr, da sind 7 Maschen. Aber das stört jetzt nicht, das fällt nachher nicht groß auf, das ist nur eine Masche. Wenn du eine andere Maschenzahl hast, dann guck, wie das bei dir hinhaut, dass du rechts und links neben dem Muster, also neben den 17 Maschen, eine möglichst gleiche Anzahl an Maschen hast. Hier vorne habe ich noch einen Markierer hingehangen, um den runden Anfang zu zeigen. Denn wie du siehst, stricke ich ja 2 Socken zur gleichen Zeit auf 2 Rundstricknadeln. Wie das geht, da habe ich ja auch schon ein Video von hochgeladen. Das verlinke ich dir auch unter diesem Video. Und jetzt geht es halt weiter. Und ich zeige dir eben, wie du das Muster stricken kannst. Also los geht's mit der ersten Musterrunde. Ich fange an und mache schon einmal die 1 für die erste Musterrunde. So, einmal ein bisschen dichter ranholen. Und jetzt stricke ich erst einmal meine 6 Maschen bis zum Maschenmarkierer. Rechts, ganz normal. Und dann nehme ich den Maschenmarkierer auf die andere Seite. Diese hübschen Markierer, die bekommst du auch bei Mirjam im Shop. Das sind so richtig tolle Markierer, die stören gar nicht beim Stricken. Viele
Markierer stören ja irgendwie beim Stricken. Aber diese kleinen runden Dinger, die sind einfach nur süß und stören gar nicht. So, und jetzt machst du einen Umschlag und strickst zwei Maschen rechts zusammen. Also lass dich hier nicht irritieren, weil ich ja schon das Muster gestrickt habe. Aber ich habe genauso nach dem Bündchen hier unten gleich mit dem Muster angefangen. Das Bündchen ist eine Masche rechts, eine Masche links im Wechsel. So hoch wie du möchtest. Also nochmal. Ein Umschlag, zwei Maschen rechts zusammen. Am besten schreibst du dir das mit. Dann musst du das nicht immer wieder von vorne angucken. Und jetzt noch einmal ein Umschlag. Und jetzt zwei Maschen rechts zusammen und das Ganze dreimal. Also zwei Maschen zusammenstricken. Einmal zwei Maschen zusammenstricken. Zweimal und da muss ich mal gucken, da hat sich das hier verschoben. Und ein drittes Mal zwei Maschen rechts zusammenstricken. Danach kommen zwei Maschen rechts. Ein Umschlag, dann drei Maschen rechts. Ein Umschlag. Jetzt werden zwei Maschen gehoben, also einfach auf die rechte Nadel heben. Zwei Maschen. Und die letzte Masche, die erste Masche hebst du über die zweite rüber. Und dann noch ein Umschlag und zwei Maschen rechts. Und hier haben wir den Markierer und jetzt habe ich, wie gesagt, noch sieben Maschen rechts. Wenn du eine andere Maschenzahl hast beim Sockenstricken, dann geht das bei dir vielleicht besser auf. So, und ich zeige dir das noch einmal hier an dem anderen Socken. Und zwar stricke ich da auch erst einmal die sechs Maschen bis zu meinem Markierer. Und jetzt das gleiche nochmal. Also ein Umschlag und zwei Maschen rechts zusammen. Ein Umschlag und jetzt wieder zwei Maschen rechts zusammen, aber das Ganze dreimal. Also zwei Maschen rechts zusammen. Einmal, nochmal zwei Maschen rechts zusammen. Zweimal und nochmal zwei Maschen rechts zusammen. Dreimal. So, und dann zwei Maschen rechts, ein Umschlag, drei Maschen rechts, ein Umschlag, eine heben, noch eine heben und die erste der gehobenen Maschen über die zweite einfach drüber ziehen, ein Umschlag und noch zwei Maschen. Und den Markierer rüber und der Rest rechts. Und die Rückseite der Socken stricke ich auch rechts. Also da wird nicht gemustert. Das heißt, ich drehe die Arbeit und stricke einfach rechts zurück. So, ich bin einmal rum und Runde 2 sowie jede weitere gerade Runde wird nur rechts gestrickt. Also eine Zwischenrunde nur mit rechten Maschen. Über alles drüber. Und da werden dann auch die Umschläge, so wie hier, die werden einfach rechts gestrickt. Dann entstehen halt diese
Löcher und ergeben dann damit auch das Muster. Die rahmen die Blümchen ein sozusagen. So. Alles rechts. Immer schön vorsichtig Masche für Masche abstricken und gucken, dass man alle erwischt. So. Alles rechts einmal komplett drüber. Ich stricke jetzt die Runde zu Ende und dann geht es weiter. Runde 3 und ich habe jetzt schon bis kurz vor dem Maschenmarkierer gestrickt, nehme den Markierer jetzt rüber und jetzt wird wieder ein Umschlag gestrickt und zwei Maschen rechts zusammen. Ein Umschlag, zwei Maschen rechts zusammen. Und jetzt kommen drei Maschen rechts zusammen und das Ganze zweimal. Und weil ich es schwierig finde, drei Maschen auf einmal zusammenzustricken, mache ich das folgendermaßen. Ich stricke eine Masche rechts, packe sie auf die linke Nadel zurück und ziehe noch zwei Maschen über die gestrickte drüber. Eins, zwei. Und nehme die gestrickte Masche wieder auf die rechte Nadel. Somit habe ich drei Maschen rechts zusammengestrickt und das Ganze jetzt noch einmal. Eine Masche stricken, auf die linke Nadel packen, zwei ungestrickte Maschen darüber ziehen. Und die Masche wieder auf die rechte Nadel. So haben wir drei Maschen zusammengestrickt. Dann kommt ein Umschlag, eine rechts, ein Umschlag, zwei Maschen rechts und jetzt wieder zwei Maschen einfach heben auf die rechte Nadel und die erste davon ziehen wir über die zweite rüber, machen einen Umschlag und das gleiche nochmal. Also zwei Maschen heben, die erste Masche über die zweite ziehen und einen Umschlag. Und jetzt bleiben noch zwei Maschen übrig, die stricken wir ab. So, dann stricke ich einmal bis zum nächsten Socken und zeige dir das noch einmal. Ich nehme den Markierer rüber, einen Umschlag und zwei Maschen rechts zusammen. Jetzt kommen drei Maschen rechts zusammen und das Ganze zweimal. Und ich stricke wieder davon eine Masche, packe sie auf die linke Nadel, ziehe zwei ungestrickte Maschen drüber und die gestrickte Masche wieder auf die rechte Nadel. Das nochmal, eine stricken, wieder auf die linke packen, zwei Maschen drüber ziehen und die Masche zurück auf die rechte Nadel. Ein Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag, zwei Maschen rechts. Jetzt zwei Maschen heben und dann ein Umschlag. Also zwei Maschen heben, aber davon dann die hintere über die vordere ziehen. Ein Umschlag und das gleiche nochmal. Heben, heben, die hintere Masche über die vordere ziehen. Ein Umschlag und es bleiben zwei Maschen übrig. Die stricken wir rechts. Ich stricke jetzt bis zum runden Anfang alles rechts zurück oder hin und es wird dann in der vierten Runde einmal komplett rechts über alles drüber gestrickt. Hier beim Drüberstricken, also die Zwischenrunde,
Da will ich dir hier noch mal zeigen. Lass dich da nicht verwirren. Hier bei den Umschlägen, die wir am Ende des Musters hatten. Hier kommt ja ein Umschlag, den musst du natürlich rechts stricken. Und dann diese Masche dazwischen auch rechts, logischerweise. Und dann kommt gleich wieder ein Umschlag. Also gut ist, wenn du so ein bisschen im Kopf noch hast, was du in der Vorrunde gestrickt hast, damit du das auch alles genau rechts abstrickst, wie du es zuvor gestrickt hast. Nicht, dass du da irgendwie versehentlich einen Umschlag vergisst oder so mit abzustricken. So, ich stricke die nächste Runde bis zum Markierer. Das sind ja übrigens Rundstricknadeln von Adi in der Stärke 2,5. Und ich sagte schon mal im Eingangsvideo zum Stricken mit zwei Socken auf zwei Rundstricknadeln, also das, was ich dir hier unten verlinke, dass ich sehr unzufrieden bin mit diesen Adi-Nadeln. Ich habe zwei Paar bestellt und ich bin mit beiden unzufrieden, sind beide schlecht. Der Übergang hier von Nadel vom Seil zur Nadel ist schlecht, anders kann ich das nicht sagen. Da bleibt das Garn hängen, es nervt und ich muss einfach mal ein paar gute neue finden, aber es ist nicht so einfach. Ich will jetzt auch nicht immer Unmengen an Nadeln kaufen, nur um nachher festzustellen, dass das irgendwie auch schlecht ist. Hast du einen guten Tipp für wirklich gute Rundstricknadeln? Keine zum Draufschrauben, also es sollen fertige Nadeln sein, die fest verankert sind. Ich möchte die nämlich immer fürs Sockenstricken nur verwenden und nicht irgendwie austauschen für andere Sachen. Also es sollten Rundstricknadeln sein, nicht zu lang und eben fest mit dem Seil verbunden und bitte gut. Also das muss super glatt sein, da darf hier nichts hängen bleiben oder haken. Das stört mich sehr. Vielleicht hast du da einen Tipp. Das wäre super, dann könnte ich mich da mal umgucken und mir da dann noch neue bestellen. Weil die Adi-Dinger kann ich echt nicht empfehlen. So, Runde 5. Markierer rüber und wir machen wieder einen Umschlag. Und jetzt werden 4 Maschen zusammengestrickt. Und das machst du so wie gerade eben mit den 3 Maschen, also so ähnlich. Wir stricken eine Masche rechts, packen sie auf die linke Nadel zurück und jetzt heben wir hier 3 Maschen, 3 ungestrickte Maschen drüber. Vorhin haben wir 2 drüber gehoben. Jetzt heben wir hier 3 Maschen drüber und nehmen die Masche wieder auf die rechte Nadel. Jetzt kommt ein Umschlag, dann 3 Maschen rechts, ein Umschlag, 2 Maschen rechts und jetzt werden 2 Maschen wieder gehoben und ein Umschlag und das Ganze 2-mal, wie vorhin auch. Also heben, heben und die erste Masche über die zweite ziehen, ein Umschlag und das Ganze nochmal, heben, heben, die erste Masche über die zweite ziehen, ein Umschlag und 2 Maschen noch rechts und ich zeige dir das beim anderen Socken gleich nochmal. So, das Ganze noch einmal beim zweiten Socken, Markierer rüber, einen Umschlag und 4 Maschen rechts zusammenstricken. Das mache ich so, ich stricke eine Masche, packe sie hier wieder zurück auf die linke Nadel und jetzt werden 3 ungestrickte Maschen darüber gehoben. 1, 2, 3 und dann kommt die Masche wieder auf die rechte Nadel.
Jetzt ein Umschlag und 3 Maschen rechts. Dann ein Umschlag und 2 Maschen rechts. Und jetzt 2 Maschen heben und ein Umschlag. Das Ganze zweimal. Also heben, heben und dabei die erste Masche über die zweite ziehen. Ein Umschlag, nochmal heben, heben, die erste Masche über die zweite, ein Umschlag und noch 2 Maschen rechts. Markierer rüber und alles rechts bis zum runden Anfang. Und wenn du am runden Anfang bist, dann beginnt die 6. Runde, eine gerade Runde, da strickst du rechts über alles drüber. So, Runde 7. Ich bin am Markierer, der kommt rüber und wieder einen Umschlag und 2 Maschen rechts zusammen. Danach ein Umschlag und eine Masche rechts, ein Umschlag und 2 Maschen rechts, eine Masche heben, noch eine heben und die erste über die zweite ziehen, ein Umschlag, 2 Maschen rechts. Und jetzt wieder zweimal heben und einen Umschlag, also das Ganze zweimal. 2 heben, die erste über die zweite, ein Umschlag und das gleiche nochmal. Heben, heben, die erste Masche über die zweite ziehen, ein Umschlag und wir haben noch 2 Maschen rechts. Ich stricke bis zum nächsten Muster auf dem zweiten Socken und zeige dir das nochmal. So, nochmal einen Umschlag und 2 Maschen rechts zusammen. Ein Umschlag, eine Masche rechts. Ein Umschlag, 2 Maschen rechts. Heben, heben, die erste Masche über die zweite heben, ein Umschlag, 2 Maschen rechts. Und jetzt heben, heben, die erste über die zweite, ein Umschlag und das gleiche nochmal. Heben, heben, die erste Masche über die zweite ziehen und ein Umschlag und es bleiben 2 Maschen rechts übrig. Markierer rüber, du strickst bis zum runden Anfang, bis dann bei Runde 8, eine gerade Runde und du strickst rechts über alles drüber. Weiter geht's mit Runde 9. Ein Umschlag und 2 Maschen rechts zusammen. Dann ein Umschlag, 3 Maschen rechts. Ein Umschlag, 2 Maschen rechts. Zwei Maschen heben. Die erste über die zweite heben. Das gleiche nochmal. Heben. Heben und die erste über die zweite Masche ziehen und dann wieder heben, heben, die erste über die zweite ziehen, diesmal einen Umschlag. Jetzt gibt es hier hinten so ein längeres, so einen längeren Faden, aber das ist halt so. Und nochmal heben,
heben, die erste über die zweite ziehen und ein Umschlag. Jetzt wickelt sich das hier so, eine Masche ist dazwischen. Da musst du dann in der nächsten Runde auf jeden Fall aufpassen, dass du auch jede Masche erwischst. Und noch zwei Maschen rechts. Und das gleiche zeige ich dir noch einmal beim zweiten Socken. So, nochmal. Ein Umschlag, zwei Maschen rechts zusammen. Ein Umschlag, drei Maschen rechts. Ein Umschlag, zwei Maschen rechts. Heben, heben, die erste über die zweite ziehen und nochmal heben, heben, erste Masche über die zweite. Und jetzt nochmal heben, heben, die erste über die zweite. Jetzt kommt aber ein Umschlag dazu und nochmal heben, heben, erste über die zweite ziehen, ein weiterer Umschlag und noch zwei Maschen rechts. Stricken bis zum runden Anfang, also alles rechts, und dann bist du bei Runde 10, eine gerade Runde, alle Maschen rechts, also eine Runde rechts drüber. Ich bin bei der Zwischenrunde und ich möchte dir eben nur zeigen, wie das hier aussieht. Mit diesem langen Faden, den wir jetzt hinter der Arbeit ja haben. Also du strickst Masche für Masche einfach nur vorsichtig rechts ab. Hier haben wir ja den langen Faden. Da. Und du strickst einfach nur und ignorierst den Faden und strickst es einfach nur rechts, rechte Maschen, Masche für Masche ab. Und der liegt dann hier hinten halt so und stört nicht weiter. Und die Runde 11 fängt wieder an mit einem Umschlag. Und zwei Maschen rechts zusammen, aber diesmal machen wir das zweimal. Also Umschlag, zwei Maschen rechts zusammen. Und nochmal ein Umschlag, zwei Maschen rechts zusammen. Dann zwei Maschen rechts, ein Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag und jetzt wird eine Masche abgehoben. Danach werden zwei Maschen rechts zusammengestrickt und die abgehobene Masche, die hebst du über die zusammengestrickten Maschen drüber. Das machen wir nochmal, also eine Masche heben, zwei Maschen rechts zusammenstricken und die gehobene Masche über die zusammengestrickten ziehen. Und jetzt noch einmal heben, heben und wieder die erste über die zweite Masche ziehen, ein Umschlag und zwei Maschen rechts. Das zeige ich dir gleich alles noch einmal. Noch einmal, also ein Umschlag, zwei Maschen rechts zusammen. Ein Umschlag, zwei Maschen rechts zusammen. Zwei Maschen rechts. Ein Umschlag. Eine Masche rechts, ein Umschlag, eine Masche heben, zwei Maschen rechts zusammen, die gehobene über die gestrickte ziehen. Nochmal eine Masche heben, zwei Maschen rechts zusammen, die gehobene über die zusammengestrickten ziehen.
dann heben, heben und wieder die erste Masche über die zweite ziehen, ein Umschlag und noch zwei Maschen rechts. Markierer rüber, alles rechts bis zum runden Anfang und dann strickst du Reihe 12, einmal rechte Maschen über alles drüber. Runde 13, ein Umschlag und zwei Maschen rechts zusammen. Und das gleiche nochmal. Umschlag, zwei Maschen rechts zusammen. Jetzt zwei Maschen rechts. Ein Umschlag, drei Maschen rechts. Ein Umschlag, eine Masche heben, zwei Maschen rechts zusammen. Die gehobene Masche über die zusammengestrickten ziehen, ein Umschlag und jetzt stricken wir zwei Maschen rechts zusammen und noch eine rechts und bei dem nächsten Socken zeige ich dir das noch einmal. So, ein Umschlag. Zwei Maschen rechts zusammen, ein Umschlag, zwei Maschen rechts zusammen, zwei Maschen rechts, ein Umschlag, drei Maschen rechts, ein Umschlag, eine Masche heben, zwei Maschen rechts zusammen. Die gehobene Masche über die zusammengestrickten ziehen, ein Umschlag, zwei Maschen rechts zusammen und noch eine rechts und du strickst bis zum runden Anfang und dann kommt Runde 14, alles rechts. Runde 15, die letzte Musterrunde. Ein Umschlag und zwei Maschen rechts zusammen. Ein Umschlag und zwei Maschen rechts zusammen. Zwei Maschen rechts. Ein Umschlag. Heben, heben und die erste über die zweite heben. Zwei Maschen rechts. Ein Umschlag, eine Masche rechts. Ein Umschlag. Heben, heben. Die erste Masche über die zweite heben. Ein Umschlag und noch zwei Maschen rechts. So, und das zeige ich dir gleich noch einmal. Ein Umschlag und zwei Maschen rechts zusammen. Ein Umschlag, zwei Maschen rechts zusammen. Zwei Maschen rechts. Ein Umschlag, eine heben, noch eine heben und die erste über die zweite ziehen, zwei Maschen rechts, ein Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag, heben, heben und die erste wieder über die zweite ziehen, ein Umschlag und noch zwei Maschen rechts. Das war die letzte Musterrunde. Du strickst wieder bis zum runden Anfang rechts weiter und dann strickst du eine letzte 16. Runde
drüber, nur mit rechten Maschen, also die Zwischenrunde. Und dann hast du einen Mustersatz beendet. Und ich mache das auch gleich und dann fange ich nämlich schon mit der Ferse an. Und wie das geht, das zeige ich dir in einem anderen Video, denn das würde sonst hier einfach zu lang werden. Aber du siehst hier das Muster sehr schön, wie gesagt mit einfarbigem Garn. Wahrscheinlich kommt es dann noch besser raus, aber ich finde, wenn man den Socken nachher trägt, kann man das auch sehr schön erkennen, dass die Felsenröschen hier den Fuß raufklettern. So, ich hoffe, dir hat die Anleitung Spaß gemacht und du strickst deine eigenen Socken damit oder Handschuhe oder Stulpen oder irgendwas, was da gut zu passen könnte. Bis zum nächsten Mal. Winke, winke.